So, dann herzlich willkommen zur Abendsendung, zur Spätsendung des JFD Live Trading TV Formats. Heute war einiges an den Märkten los. Die Vermutung gestern Abend, oder sollte es eben bei den US-Indizes nach unten gehen, noch in der letzten Dreiviertel und in der letzten Handelsstunde, dann dürfte heute etwas Verkaufsdruck aufkommen. Das war gestern noch der Fall und deshalb war das nicht überraschend, dass der DAX unter Druck kam. Und wo habe ich jetzt hier das Setup hier? Eröffnete mit einem Gap Down. Dann hat er hier das aktiviert, lief runter bis zu der, ja, bis zu dem Kursmarke. Erst runter, dann wäre, was ich auch benannt habe, war eigentlich eher auch dazwischen die ganze Zone. Deswegen auf Xetra-Handel hat die Marke hier bei 10.633 exakt gehalten. Hier wurde es leicht nach unten gedippt. Ja, ein Spike, Mini-Spike. Aber deshalb, ja, wer hier eingestoppt worden ist, musste hier dann spätestens natürlich ganz eng absichern, da das natürlich dann fast offensichtlich war, dass es hier ein Fehlausbruch beziehungsweise einfach, ja, auf Xetra-Basis kam ja kein tieferer Kurs zustande. Dann gab es ein Gap Close, anschließend wieder ein Rücklauf an diese, ja, wichtige Unterstützungsmarke, Linie, Band und anschließend nochmal ein Rücklauf, nochmal den Rücklauf an die 10.710 Punkte Marke. Also hier blieb das ja trotz der Bewegungen in einer engen Handelsrange, ja, zwischen den bekannten Marken 100 Punkte. Ausbruch erfolgte nicht. Dann war eben gleichzeitig noch benannt worden hier im Nasdaq, was hier wünschenswert für eher für, oder was für Abgaben eben sprechen würde, war hier eben Gap Down unter diese Linie 4812. Ja, die Eröffnung fand hier in dem Bereich statt, wie man hier sieht. Und gleichzeitig habe ich dann benannt, gestern Abend schon, dass es nicht unter 4000 oder nicht über 4820 gehen sollte und das Gap sollte offen bleiben. So, was man jetzt hier natürlich erkennt, ist ja nur das Gap Down, was ja gestern dann angesprochen worden ist, dass es hier nur Aufwärts-Gaps gab, aber es fehlt noch der Verkaufsdruck. Kann sich hier über der 4800er Marke halten. Nichtsdestotrotz bleibt jetzt hier erstmal was Bärisches im Chart hängen. Der S-DAX, ja, war hier oder aktiviert jetzt hier sozusagen fast ein Short-Signal beziehungsweise ein Rücklauf. Ein richtiges Short-Signal ist vielleicht hier der falsche Ausdruck. Jedenfalls müsste oder könnte jetzt ein Rücklauf bis 9.200 Punkte kommen, da ja hier die Linie 1, 2, 3 jetzt hier das vierte Mal bestätigt worden ist und eben hier ein Abprall gab. Beim MDAX hat hier die 22.000 Punkte Marke ja fast erreicht, bleibt aber noch hier über den Lows vom Jahr 2015. Wie man sieht, hier exakt hier drüber noch. Aber fällt diese Marke, dann dürften hier auch locker, ja, 200, 300 Punkte oder sogar noch mehr, rund 500 Punkte Abwärtspotenzial vorhanden sein, aber erstmal denke ich mal, der Pfeil geht zu tief. Hier dann eher ein Rücklauf nach oben und dann nochmal hier runter in den ehemaligen Bereich. Zu den Hang Seng und Nikkei, also zu den asiatischen Märkten, braucht man im Moment nichts zu sagen. Hier hat sich das jetzt sozusagen erübrigt, wurde aber auch nicht im Stundenchart aktiviert. Trotzdem habe ich das hier ja präsentiert, aber eben auch hingeschrieben, die Alternative besser, beziehungsweise die bessere Variante ist auf eine Umkehrkerze an der Unterstützung im Tageschart auch zu warten. Die folgte natürlich nicht. Ja, bringt jetzt diejenigen auch nicht weiter, die jetzt hier ausgestoppt worden sind. Allerdings ist es jetzt hier ja auf Schlusskursbasis ein größerer Verlust entstanden natürlich.
Allerdings, wie gesagt, in den unteren Zeitebenen war auch fast zu keiner Zeit dann ein richtiges Buy-Signal vorhanden. Deswegen, wenn man es gemischt hätte, halbe Position vielleicht, dann ist man mit dem blauen Auge davon gekommen. Sonst bei den Gold und Silber, ja, gibt es hier heftige Schwankungen. Immer wieder die Spikes an diese Linie hin. Silber hat hier den kurzfristigen Abwärtstrend im 4-Stunden-Chart überwinden können. Aber wie gesagt, hier gibt es kein neues Setup. Dies eine Limit liegt noch drin. Da liegt man plus minus 0 etwa. Lass mal den Spread mal außen vor. Aber noch nichts wirklich Neues oder nichts Handfestes. Und hier Euro gegenüber britischem Pfund sind jetzt die Kursziele jeweils erreicht worden. Da kann man definitiv jetzt hier mit der Umkehrkerze die Gewinne mitnehmen oder auf die unteren Lows den Stopp direkt platzieren. Schauen wir noch hier. Ja, da wurde nur das DAX-Setup besprochen. Genau, der Pfund gegenüber australischen Dollar war das Neue. Ja, hier ist die Marke, naja, touchiert worden. Ich habe es dir geschrieben, ohne Schlusskursbasis oder halt auf 4-Stunden-Basis oder Stundenbasis. Könnte schon wieder eine enge Kiste werden. Nichtsdestotrotz ist jetzt hier erstmal was, ja, was Bullisches passiert und das Risiko kann man hier durchweg eingehen. Man könnte auch den Stopp schon direkt nachziehen, den 100 Pips weiter hochlegen. Allerdings, ja, sollte man, wer interessiert ist, engmaschig dieses Setup auf jeden Fall verfolgen. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.